Ein Fest für treue UPC-Kunden fand vergangenes Wochenende auf dem Motorschiff Stadt Bregenz statt. Der Kabelfernsehen- und Internetanbieter ermittelt anhand eines Gewinnspiels rund 150 treue Kunden für eine Rundfahrt auf dem Bodensee. Vom Hafen Bregenz ging es Richtung Schweiz zur Rheinmündung. Von dort quer über den Bodensee nach Langenargen und über den Hafen von Lindau, vorbei am Bayerischen Löwen, zurück in heimische Gefilde. Marco, jetzt hast du uns ja verraten, für dich ist heute die erste Schifffahrt am Bodensee. Was ist denn so der erste Eindruck davon? Ja, der erste Eindruck ist cool, also mega cool, mit den ganzen Kunden hier zu sein. Wirklich ein tolles Gefühl, zufriedene Gesichter sehen, lächelnde Gesichter zu sehen von den Kunden, Feedbacks von den Kunden zu kriegen, dass es ihnen wirklich gut gefällt, bei uns zu sein. Und natürlich hier in Bregenz auf dem Bodensee das erste Mal zu sein, auch persönlich das erste Mal am Bodensee zu sein, finde ich extrem spannend. Ja, mit einem tollen Team, das wir da in Vorarlberg haben, macht es natürlich umso mehr Spaß, die zufriedenen Kunden zu sehen. Natürlich ist es so, dass wir oft auf Kunden treffen, die ein Problem haben, die irgendwelche Störungen haben, denen wir helfen müssen. Aber es tut auch einmal gut, Kunden zu treffen, die man einfach freundlich begrüßen kann und einen netten Abend verbringen. Also ich bin jetzt zum dritten Mal, ich darf diese Schifffahrt begleiten und es kommt bei den Kunden sehr gut an. Es ist einmal ein kleines Dankeschön. Für die musikalische Untermalung sorgte die Combo Mixed Emotions. Ohne technischen Schnickschnack wie Synthesizer oder Drumcomputer gaben Claudia und Volker ausgewählte Covernummern zum Besten, die zum Mitsingen animierten. Nach einem Aperitif und dem ersten Kennenlernen untereinander wurde auch schon ein ausgewähltes Menü serviert. Ein weiterer Höhepunkt des Abends auf dem Lake Constance, wie der Bodensee auch genannt wird, war die Tombola, bei der Spenden für das Kinderprojekt Netzwerk Kinder lukriert wurden. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Gewinn, also der Erlös dieser Tombola, den Kindern zugutekommt. Oder? Kindern in Not, und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe von uns als Gesellschaft, dass wir hier unterstützen, und ja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, das wir da setzen. Ja, ich glaube, Aktionen wie diese zeigen, dass uns eben der Slogan "Loyal ist nicht egal" ganz wichtig ist. Also wir stehen zu unseren Kunden und sind gerne für unsere Kunden da, auch den Kunden ein Gesicht geben. Ich glaube, das ist speziell im Westen ganz, ganz wichtig, dass man einen Namen hat, einmal jemanden ansprechen kann und sagen, hey, du bist ja der von UPC oder von T-Mobile und ich möchte gerne mit dir Geschäfte machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, dass man einfach mit gutem Service und tollen Produkten punkten kann. Also Service ist einerseits ganz wichtig und natürlich auch die Produktvielfalt, die innovativen Produkte, die wir haben, direkt an die Kunden zu bringen, das gehört zu unseren Aufgaben und das machen wir gerne. UPC und T-Mobile treten ab sofort als gemeinsames Unternehmen auf. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein neuer, stärkerer Anbieter für TV und Entertainment, mobilen und fixen Breitband, Mobilfunk und Festnetztelefonie. Ja, im Zeitalter, wo die Streaming-Plattformen recht schnell wie Pixel aus dem Boden schießen, ist das natürlich ein großes Thema. Und 300 Mbit werden von den Kunden schon gern genommen, gern gekauft, des Produkts. Und ja, es wird immer wichtiger. Schnelle Internetverbindung wird immer wichtiger, Vera. Ich finde, es war eine tolle Stimmung, gute Musik, nette Menschen und vor allem Unternehmen wie UPC, T-Mobile näher kennenzulernen, war mir eine große Freude. Wenn das Wetter etwas netter gewesen wäre, ich glaube, wir könnten etwas mehr sehen und etwas mehr genießen, aber trotzdem, ich glaube, der Abend ist ganz gut gelungen. Ein Fest für Seher, eine Aufmerksamkeit für treue Kunden. Einmal mehr zeigt UPC die Nähe zu den Zusehern und Internetsurfern. Denn loyal ist nicht egal.